Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Bei Herzkatheter-Eingriff ist es lange Jahre so gewesen, dass man den Zugang über die Leiste gewählt hat. Man hat dort einen feinen Draht eingeführt bis zum Herz, um dort Untersuchungen und Behandlungen vorzunehmen. Doch es gibt auch eine Alternative, nämlich den Zugang über die sogenannte Arteria radialis, nämlich am Handgelenk. Die Methode hat den Vorteil, dass es zu viel weniger Komplikationen und deswegen auch zu weniger Todesfällen kommt. Und es ist angenehmer für den Patienten. Die Methode ist auf dem Vormarsch. Der Peter Bründler ist ein kräftiger Mann, der nichts so schnell umhaut. Doch schon eine einfache Anstrengung war plötzlich eine Herausforderung. Es ist von einem Tag auf den anderen gekommen. Extrem. Also, es waren richtige Krämpfe in der Brustgegend. Und die kleinste Anstrengung, ich musste langsam laufen. Und für einen Weg von 7 Minuten habe ich 20 bis 25 Minuten gebraucht. Das ist so. Und wenn man dann, sich gehen lassen hat und nicht angestrengt war, dann hat man nichts gemerkt. Der Hausarzt schickt den 71-Jährigen zum Kardiolog. Schließlich kommt er ins Herzgefäßzentrum der Klinik im Park. Der Peter Bründler hat zwei Verengungen an den Herzkranzgefäß. Das hat man per Herzkatheter-Eingriff können bildlich darstellen und anschliessend beheben. Der rechte Kranzarterie sieht man, ist sehr kurvig da und hat da in diesem Bereich auch eine ganz hochgradige Einengung. Also wir würden sagen, es ist etwa 90% eingeengt. Also wirklich hochsignifikant, ganz eindeutig. In der Vergangenheit hat man so Eingriffe mit einem kleinen Schnitt an der Leiste angefangen und hat dann den Herzkatheter über die Arterie bis zum Herz geschoben. Doch es gibt auch Alternativen, wie man beim Eingriff bei dieser Patientin sieht. Der Zugang findet über das Handgelenk statt, über die sogenannte Arteria radialis. Darum heisst die Methode Radialis-Zugang. Das ist Nädel-Punktionsnadel, die man braucht, um die Arterie zu punktieren. Das ist dann der Draht, den man einführt. Und das wäre dann die sogenannte Schleuse. Über diesen Port kann man nachher Katheter einführen Richtung Herz. Und das ist etwa 2 mm dick. In einer breit angelegten Studie, die im Wissenschaftsmagazin Lancet publiziert wurde, hat man herausgefunden, dass der Zugang über das Handgelenk grosse Vorteile hat. Das war eigentlich eine Studie letztes Jahr, wo man gesehen hat, dass über den radialen Zugang viel weniger Nachblutungen und sogar ein Überlebensbenefit allenfalls könnte auftreten, wenn man das über diesen Zugang macht im Vergleich mit dem Zugang über die Leiste. Das Problem beim Zugang über die Leiste sind Nachblutungen. Je nachdem sind weitere Eingriffe für den Patienten nötig. Das kann mit einem Risiko verbunden sein, daran zu sterben. Es hat sicher einen Zusammenhang. Also man weiss, dass schwere Blutungen sind auch mit Mortalität verbunden. Also das weiss man aus verschiedenen Studien. Und es ist auch so, dass natürlich andere Komplikationen können aus einer Blutung entstehen. Also dass der Patient instabil wird, hämodynamisch, dass der Patient allgemein schlechter geht, dass er Bluttransfusionen braucht. Die Ergebnisse der Studie hatten Auswirkungen. Der Radialis-Zugang ist sich am Verbreiten. Vor einigen Jahren war die Rate noch bei 10%. Heute werden bereits 40-50% von allen Herzkathetereingriffen so gemacht. Es braucht bei der feineren Arterie am Handgelenk aber eine entsprechende Erfahrung vom Kardiologen. Nach dem Eingriff gibt es bei der Patientin da eine durchsichtige Manschette. Allfällige Blutungen kann man sofort erkennen. Auch das senkt Blutungsrisiko. Zurück zum Peter Bründler. Auch für den Komfort des Patienten hat der Radialis-Zugang seine Vorteile. Also da können Sie aufstehen, wenn Sie im Zimmer sind, können Sie auf die Toilette mit dem Ständer rauslaufen und wo Sie noch die Flüssigkeit bekommen, das ist kein Problem. Aber sonst beim anderen, konventionell von vorne, müssen Sie einfach 8 Stunden flach liegen, ruhig, und sollten sich nicht gross bewegen. Heute ist der Peter Bründler wieder zweg und Komplikationen hat er wegen dem Eingriff auch keine gehabt.
Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Kontakt zu unseren Gesundheitsexperten und auch alle anderen Videos im Archiv finden Sie bei uns unter www.checkuptv.ch. Auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.